Hallo, ich bin der Porno Kingpin Number One und ich beginne die diesjährige Ernte bei mir. Ich habe allerhand gepflanzt, unter anderem, wie man sieht, Buschbohnen, weiße Buschbohnen, vielerlei Tomaten, Paprika, wie man im Hintergrund sieht, und Chilis, zudem natürlich auch Kartoffeln. So, das Schöne ist natürlich, die Paprika ist reif. Diese werden wir jetzt als erstes ernten. Die Pflanze hat, naja, seit der Zeit jetzt sehr gut mit dem Wachstum noch losgelegt. Wir haben jetzt ungefähr den September, den 21. Und es ist ganz schon mal so lange her, da habe ich die nochmal eingepflanzt, weil ich dachte, ich kriege bloß eine Ernte hin. Falsch gedacht. Dies ist jetzt schon die dritte Ernte. Und die anderen Ernten habe ich leider nicht aufgenommen, muss ich dazu sagen. Aber diese möchte ich natürlich jetzt symbolisch für alle anderen nachholen. Und ihr seid live dabei. Man sieht, Paprika so grünlich. Man erkennt natürlich die Reifung, die komplette Reifung. Wenn sie von grün zu rot wechselt, wenn sie komplett rot ist, ist sie meist im Endstadium. Und das heißt, man kann ernten. Dann sich natürlich die Seitentriebe der Pflanzen und setzen neue Blüten an, wie man hier oben sieht. Und frisch geerntet. Wunderbar auf jeden Fall. Das macht Freude und Lust auf mehr. Man sieht eine klitzekleine grüne Stelle noch, also aber sie ist reif, ist knackig, frisch. Wie es halt sein soll, die Paprika. Wir werden gleich weitermachen. Dann tun natürlich auch gleich noch die zweite. Hier oben ist zum Beispiel eine unausgereifte Grüne. Sie wird noch um einiges wachsen. Man sieht zum Beispiel eine ausgereifte, also sie wird noch ungefähr an das Doppelte zunehmen. Sie ist noch im grünen Farbsektor. Und sie wird dann auch bald in den roten wechseln. Das macht aber überhaupt nichts. Der größte Teil ist gut. Also Endstadium erreicht. Der Stielansatz ist sehr deutlich und riecht natürlich auch wieder richtig schön erntefrisch. Eine sehr schöne Erfahrung. Zwei Paprikas bisher von dieser Pflanze. Wird es auf den Weg und viele weitere folgen natürlich noch. Das geht weiter natürlich mit der gelben Buschbohne. Auch diese sind jetzt natürlich schon zum Teil erntebereit. Wir legen auch heute schon damit los. Ihr seid live mit dabei. Viel Spaß dabei. Man sieht die Knollen, sind natürlich schon sehr, sehr schön lang, ausgeprägt, fest. Wunderschönes Gelb, man sieht in der Sonne. Ja, natürlich auch wieder oberhalb. Wie man sieht, ein wunderschönes Gelb, schöne Farbe, passend sich schön fest an, auf jeden Fall reif. Wie man sieht, eigentlich eine ganz gute Ernte bisher, ist jetzt nicht wirklich die Welt, aber kann sich sehen lassen. Die Farbe ist natürlich wunderbar, Wachsgelb, ein
Zeit die Wachsbohne. Na schön. Genau wie bei der gelben Wachsbohne, eben auch bei den Paprikas. Zwei Stück geerntet bisher von dieser Pflanze. Vorige Ernten habe ich natürlich leider nicht zeigen können, da ich sehr viel jetzt in letzter Zeit unterwegs war für neue Projekte. Und daher hat mir die Zeit dafür gefehlt. Ich hole das jetzt symbolisch mit diesen Pflanzen, die ich hier habe, nach. Diese Pflanzen, die ihr hier seht, sind nicht alle Pflanzen. Ich werde auch die anderen Pflanzen dabei ernten und es euch symbolisch zeigen, damit ich dieses Video, was ich verpasst habe, halt wirklich nachholen kann. Ihr seid live dabei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser kleinen Clip-Präsentation und wünsche euch alles Gute. Euer Porno-King Number One. Check it out. Yeah.